Schon viel von gehört, viel drüber gelesen und jetzt ist es soweit. Hurrikan. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und meinem Review zu Hurrikan im Belantes Freizeitpark in Leipzig. Am 26.06.2010 eröffnete der Belantes Freizeitpark Hurrikan, den Gerstlauer Eurofighter mit einer Höhe von 32 Metern und einer Streckenlänge von 560 Metern, mit einem vertikalen Lift und einem mehr als vertikalen, einem 97 Grad First Drop, wo übrigens intelligenterweise direkt das On-Ride-Foto geschossen wird. Und gefolgt wird dieses von 5 Inversionen, die auf dieser Strecke verteilt sind. Es gibt eine Zero-G-Roll, eine Cobra-Roll, die man sonst überwiegend nur bei Inverted-Bahnen findet, und 2 Corkscrews. Und das Ganze können bis zu 800 Personen pro Stunde erleben. Eine Besonderheit bei diesem Vertikallift ist übrigens, dass man sich für eine Variante mit 2 Türmen entschieden hat, was den Radius des Scheitelpunktes etwas größer macht und man nicht direkt dieses Abstürzen hat, was man sonst bei den Eurofightern hat. Finde ich schon mal sehr gut. Dann wurden da nicht die Achterwagen eingesetzt, wo 4 Personen nebeneinander und in 2 Reihen sitzen, sondern 6er-Wagen, wo 2 Personen nebeneinander sitzen und 3 Reihen hintereinander, die aber V-förmig oder so, wie seht ihr es besser, aufgebaut wurden. So soll die Sicht besser sein. Bei 2 Reihen finde ich eigentlich reicht das auch, wenn 4 Leute vorne sitzen können, die sehen auch genug. Und so viel besser ist die Sicht bei dieser V-förmigen Anordnung meiner Meinung nach auch nicht. Und um die knallharten Fakten jetzt noch abzurunden, die Bahn erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h und fährt 1 Minute 30 insgesamt durch die Strecke. Und jetzt kommen wir dann zu den ganzen anderen Feinheiten, denn das ist eine Last-Minute-Achterbahn. Normalerweise wird ja sowas Großes weit im Voraus angekündigt. Ja, der Freizeitpark Belantes macht das ja eigentlich nicht so, sondern hat ein paar Wochen vorher gesagt, ey, hier kommt eine neue Achterbahn, tada, und hat dieses Ding innerhalb von 3,5 Monaten aus dem Boden gestampft quasi und sich dahingestellt. Witzigerweise ist der Hersteller Gerstlauer eine deutsche Achterbahnmanufaktur und Belantes ist ein deutscher Freizeitpark. Und das ganze Ding lag aber schon in den Arabischen Emiraten und sollte da in einen Freizeitpark verbaut werden, wurde dann aber nicht umgesetzt, das Projekt. Der ganze Krempel wurde wieder zurückverschifft und in Belantes aufgebaut. Ob es jetzt daran liegt, weiß ich nicht, aber das Ding schlägt wie Hölle. Und das ist auch das, was man vorher mal gehört und gelesen hat. In der ersten Reihe geht's klar. Wenn man darauf achtet, dann verteilt das Ding halt hier den einen oder anderen leichten Schlag. Aber in der letzten Reihe dachte ich, ich sitze auf dem SLC. Was war das denn bitte? Also das war unangenehm, hat geschlagen ohne Ende und war wirklich nicht schön, nicht cool. Und das, obwohl das ein sehr geiles Layout ist, die Bahn hat. Und das ist auch somit das Einzige, was der Bahn den Arsch rettet, um nicht echt ein Schrotthaufen zu sein. Denn das Layout vom Ingenieurbüro Stengel kann voll überzeugen, meiner Meinung nach. Gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, diese Schläge, ich verstehe es nicht. Das ist nicht üblich unbedingt für diese Bahn. Also nicht so extrem. Das ist echt sehr crazy. Thematisierungsmäßig ist Hurrikan, ja. Die Station an sich sieht ganz nett aus, davor passiert nichts und auf dem restlichen Hurrikan-Gelände passiert noch weniger als nichts. Ich weiß nicht, wo der Themenbereich Reich der Sonnentempel ist. Ich sehe da keinen einzigen Sonnentempel, geschweige denn das Reich der Sonnentempel. Oder soll das heißen, es reicht an Sonnentempel, wir brauchen ja keine mehr oder was? Und es wurde bei der Eröffnung natürlich angekündigt, dass später thematisiert wird, weil das ja so ein Schnellschuss war, aber 5 Jahre sind jetzt vergangen, so, wann ist denn später mal vorbei? Hurrikanito steht noch daneben, die Alternative für alle, die Hurrikan nicht fahren dürfen, wenn ich mich richtig erinnere, bis maximal 90 cm Körpergröße oder ab 90 cm Körpergröße, ich weiß gerade gar nicht mehr, bis 1,40 m und maximal 40 Kilo auf jeden Fall. Habe ich natürlich nicht fahren können. Und so eine kleine Mini-Autobahn steht da auch noch und eine Fressbude. Das ist der ganze Themenbereich. Ohne Tempel oder sonstiges. Wow, wow, wow. Ansonsten, ja gut, ist halt eine Thrill-Achterbahn, das wird dem einen oder anderen reichen. Ich habe aber auch schon gelesen, dass der ganze Park dem einen oder anderen nicht reicht, wegen nur einer Thrill-Achterbahn und die schlägt dann auch noch hinten.
ist halt nicht so vorteilhaft. Würde mich mal interessieren, seid ihr Huracan schon gefahren? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten checkt mal den Parkcheck zum Belantis aus oder die Playlist zu den ganzen Videos vom Belantis. Und geht mit Huracan nicht zu hart ins Gericht, aber fahrt nicht hinten. Das tut weh. Das war echt nicht schön. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Euer Bro Freeze, Red Review Video Magazin. Ihr seid die Cools. Bis zum nächsten Mal. Peace.